Damit begrüße ich euch recht herzlich zurück in der Welt von Niflheim. So, wir haben ein bisschen gefarmt. Wir haben inzwischen 5 Wolle. Und ich glaube, es wird an der Zeit, dass wir eine Schaffalle bauen. Oder einen Käfig. Ich weiß noch gar nicht genau, wie wir die dann benutzen kann, soll oder muss. Da werden wir schauen müssen. So. Wie das genau funktioniert. Schau, Holz sollten wir auch ein bisschen haben. Passt da schon gar nicht mehr rein. Alles klar. Was haben wir da? Grobe Pfeile. Belagerungspfeile. Hab auch einen Abstecher in die Stadt gemacht. Hab ein bisschen Shit gekauft. Vor allen Dingen Pfeile. Weil ich glaube, die sind ein bisschen rar jetzt geworden. So. Ich glaube, die sind auch voll gewesen, ist klar. Die habe ich drüben. Eigentlich hätte ich das alles drüben reinpacken können. Fichtenpilz. Ich weiß noch nicht, für was ich das alles gebrauchen kann. Ist jetzt auch erstmal egal. Ich hätte das Inventar noch während der Nichtaufnahme leer machen können, aber. Ja, es ist, wie es ist. So, euch habe ich, glaube ich, hier. Yep. Die Blumen habe ich leider noch nicht, aber die. Ich meine, die Blume werde ich sicher irgendwo haben, aber. Ich habe da mal die kleine Operation gemacht, einfach mal durchlaufen und looten. dabei ist halt der ganze Shit hier rausgekommen. So. Passt. Und ich brauche jetzt sicher gleich Holz für den Scheißkäfig. Oh, Scheiß. Das sagt man nicht. Doch, ich sag das. So, bewegen. Die passen. Da muss ich ehrlich sagen, die essen wir jetzt ganz einfach. Aus den Augen, aus dem Sinn. So, die bewegen wir auch noch. Da haben wir sie ja noch Platz. Da haben wir sie ja auch noch Platz. Nein, haben wir nicht. Okay, dann schauen wir mal. Scheiß aufs Ei. Ist das schon wieder Scheiß? Was ist los mit mir? So, Herr der Schafe. War das schon der? Sägemühle? Ah ne, Schafe. Die Schaffalle. Wir brauchen noch Seil. Gut, dann stellen wir ganz einfach Seil her. Ein Seil brauchen wir. Das ist schön. Das sollte sich da doch jetzt pipifein ausgehen. Jawohl. Und da stellen wir auch gleich 6 Seile her. So, haben wir. Da kann ich nämlich auch gleichzeitig wieder ein bisschen üben, wie welche Tasten was machen. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. So, das war sie nicht. Das war sie. Eine Schaffalle. Jetzt bin ich gespannt, wie die funktioniert. Schaffalle. Und dann hoffen wir, dass jetzt draußen. Oh, da können wir noch was ablegen. Ja, so gefällt mir das. 11 Wolfsfälle. Wir könnten Brot herstellen, glaube ich, oder? Bei Essen haben wir keins mehr. Und dann kann ich da jetzt die Samen noch verwursten. Und dann haben wir wieder was zu beißen. Und jetzt ist die obere Priorität, schaff endlich Seile ran. So, was brauchen wir für das Brot? Ei und Steinsalz. Ja, halt. Ei und Steinsalz. 1-1. Das heißt, ich kann da jetzt Ei und Steinsalz. Nehmen wir mal 10 Stück. Passt. Und Salz ist natürlich nicht in der Kiste. Und dann nehme ich da drüben aber auch noch einen Samen raus. Und merkt ihr schon, ich müsste eigentlich von da nach da und von da nach da ein bisschen umräumen.
Aber das mache ich wirklich offline. So, und jeweils ein Salz. Dann nehmen wir da mal 20 Stück. 10 Stück. Ich könnte jetzt das Salz mit rübernehmen, aber nein. Das geht nicht. So, Brot. Ein Sack Brot. Ganz hart daneben gekeult. Und dann stellen wir das jetzt mal schön brav her. Es ist jetzt die letzten 2 Tage kein Video online gekommen. Aus folgendem Grund. Ich habe jetzt ein bisschen Prüfungsstress. Eigentlich dürfte ich jetzt auch nicht aufnehmen. Ich müsste da ich zu spät angefangen habe, meine Zeit aktiv nutzen, um hier den Scheiß noch zu lernen. Jetzt schauen wir mal. So, das ist nicht für Schafe. Okay. Egal. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht dafür geeignet ist und ich jetzt noch nicht hundertprozentig weiß, für was ist denn jetzt eigentlich überhaupt die Schaffalle, weil ich das Schaf nicht so reintun kann. Jo. Das bedeutet wieder Wolfsfell. Das ist gut. Das ist schön. Können wir gebrauchen. Wahrscheinlich kann man jetzt inzwischen sogar sinnvoll blocken. Aber da ich gerade so sporadisch spiele, nehmen wir die Eier. Oh, oh, oh. So, wie könnte das jetzt funktionieren? Dann jagen wir es mal in die andere Richtung. Es wird aber leider nicht so gut funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Weil jetzt sicher irgendwas Böses kommt. Und ich müsste eigentlich das Schaf überholen. Jetzt haben wir es. Jetzt bin ich gespannt. Komm, komm, lauf, 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 lauf. So, das kann jetzt nur ein Epic-Fail werden und. Ja. Lassen wir das jetzt mal so. Looten wir da ein bisschen. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das was wird. Die Wildsau will ich jetzt nicht angreifen. Gut, dann schauen wir mal. Den Kürbis können wir mitnehmen, weil ich eh noch was zum Essen brauche und der jetzt noch nicht das Brot angrabbeln will. Ist schon drin? Bist du schon drin? Bitte, bitte, bitte. Ja, was? Ha! Was kann man jetzt damit machen? Scharf. Da testen wir jetzt einfach, auch wenn da nur steht, dass man da Hühner reintun kann. Testen wir mal, ob das funktioniert. Wieder ein Wolf? Na, dann kommen wir zu Papa. Wir können Felle gebrauchen, merkt ihr das? Wunderbar. Und Zähne auch dabei. Jetzt bin ich gespannt, oder ob man das erst reparieren muss. Ich weiß es nicht. So. Ziehen wir das mal raus. Und ziehen das mal rein. Das geht natürlich nicht. Was können wir damit machen? Dann kommst du wieder rein. Ja, wir haben jetzt ein Schaf gefangen. Das ist schön. Dann laufen wir jetzt noch auf die andere Seite, ob wir da vielleicht auch eins wegheulen können. Jetzt war dann die Aufnahme doch Schafe farmen. Das habe ich ja richtig geil geplant, der Shit. Aber wir haben ein Schaf gefangen, immerhin.
Muss ich mich doch einlesen, für was oder wie man die Schafe verwenden kann. Wahrscheinlich muss ich das Ding einmal upgraden. Aber. Haben wir. Zumindest haben wir jetzt wieder ein bisschen Seil. Wie viel gab das? 2. Wunderbar. Gut, scheiß mal drauf. Das heißt, 1 gefangen, 1 geschlachtet. Wir haben insgesamt 4 Wolle wieder. Und wir haben ja noch ein paar Seile. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir die Ressourcen haben, um dieses Ding da einmal abzugraden. Oder beziehungsweise einmal zu reparieren, einmal abzugraden. Vielleicht kann man dann Schafe reinstellen. Denn zum Essen habe ich jetzt erstmal genug. Solange ich keinen Schwachsinn mache. Den Löwenzahn nehmen wir mit. Für irgendwas Wichtiges war der. Und die Hasenfelle waren auch für irgendetwas gut. So. Wow. Das ist ja schon arg zum gehauen. Dann schauen wir mal, das sollten wir auch reparieren so langsam. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wind, komm, hör auf. Strohtonseil. 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 Wir brauchen jetzt ein Strohtonseil. Ein Strohtonseil. Stroh sollten wir haben. Seile sollten wir auch haben. Ton. Nehmen wir gleich mal den ganzen Ton mit. Ja. Seile. Wie viele Seile haben wir? 5. Dann brauchen wir doch noch mehr Seile. Jetzt haben wir 7, oder? 9 haben wir jetzt. Ha, sehr schön. Dann nehmen wir ein bisschen mehr Stroh mit. Dann nehmen wir ruhig alles mit. Wurscht. Und auch ein bisschen mehr davon. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, was das Upgrade kostet. Ich muss erst reparieren. Mal the Mac and the My Reparier. Jetzt habe ich die Bretter vergessen. So. Dann reparieren wir mal. Sehr schön. Eine steinernen Hühnerstall, das macht keinen Sinn. Wow. Das ganze Ding abreißen, weil ich es dann bauen kann. Wird es wahrscheinlich sein, das Problem. Oder vielleicht kann ich hier was upgraden, müssen wir mal schauen. Ist das jetzt größer geworden? Baut einen sagenhaften hölzernen Aussichtsturm. Ne, das freut mich aber. Ja, nutzt mir alles nichts. Vor allen Dingen, weil das Zeug hier noch nicht mal von selber kämpfen kann. Ja. Gut. Haben wir das ja glorreich gemacht. Ja, da fällt mir gerade nichts zu ein. Meine Unfähigkeit manchmal ist schon. Es nimmt ja schon fast epische Ausmaße an.
So. Eigentlich gefallen mir die nicht. Die sollte ja zuerst benutzen. Da kann ich 7 Stück craften. Und das ist schön. Und das gefällt mir. Die bewegen wir mal alle raus. Dafür bewegen wir. Da passen wir auf. Das machen wir anders. Da werden wir jetzt Bretter craften, dass uns schwindelig wird. Das zählt leider nicht automatisch rauf. Verwursten wir die mal alle zu Bretter. Irgendwas werden wir also schon brauchen. Hoppala. Ja. Sehr schön. Ach Gott, da passen da nur 50 in ein Stack rein. Oh, leck mich doch am Arsch. Macht mal begrenzt. Was muss in einem vorgehen, ein Programm zu machen, wo du die Taschen extrem limitierst, sie extrem beschissen setzt, dann solche komischen Stackgrößen zu machen, dass man dann, ja. Es ist schon. Ja, später wäre rumjammern, dass ich das Fleisch hier drüben habe. Es ist alles nicht so leicht. So, das kommt drüber, das kommt drüber, das kommt drüber. Passt. Da haben wir wieder einen Platz mehr. Ist schön. Das meine ich, ne? Da diese langen Wege, die ich jetzt gehen muss, ganz einfach, weil die Taschenslots so begrenzt sind. Und allein eine Tasche nur mit Material voll gebanzt ist, dass man so sammeln kann. So, dich habe ich nicht. Testen wir trotzdem mal, haben wir nicht. Gut, wir haben das letzte Mal festgestellt. Scheiß auf die ganzen Pilze. Und vor allen Dingen. Scheiß auf die ganzen Amulette da drin. Es tut mir jetzt furchtbar sorry, dass ich das jetzt da bei euch oder während der Aufnahme jetzt doch mache. Vielleicht, ja, weiß ich noch nicht, mal schauen. Das gehört eigentlich auch zur Alchemie gleich, aber es ist mir jetzt einfach. Dann kannst du sogar noch da bleiben. Weil dann werden wir jetzt mal in die Mine dackeln, dass wir da noch ein bisschen was geschissen kriegen. Was haben wir da eigentlich noch? Ton und Silber. Ach, Silber war es, genau. Naja, da wollen wir jetzt nichts herstellen. Packen wir die. Da können wir noch eine Kiste herbauen. Der hat auch schon lange keine Frischluft mehr gekriegt, gell? Komm mal raus. Weil ich hier hinten schon ewig nicht mehr war. So, aber das ist das beste Beispiel, ne? Dieser lange Weg hier hinter zu dieser Kiste. Wow, da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Packen wir jetzt auch mal da rein. Ich weiß, irgendwann werde ich dahinter wieder laufen müssen und ärgere mich, dass es da hinten drin ist. Und dann gehen wir noch kurz in die Tiefen. Klöppeln vielleicht sogar noch einmal den Obermufti da unten weg mit unserer. ich sneake. Na, es fällt mir auch gerade wieder was ein, was ich noch nicht gemacht habe. Schauen wir mal, vielleicht ist das ja irgendeine witzige Taste. Fähigkeiten benötigt 15. Wie viel haben wir eigentlich? Ja, lass doch das Ding offen. Steht das vielleicht irgendwo da? Fähigkeiten 102. Okay. Jo. Man kann es auch kompliziert machen, das Ganze. Wozu eingänglich und leicht? Ja, Alter.
Ernst? Wow. Really? Da ist unterhalb die Tür und ich kann nicht auswählen, nach unten gehen. Serious? Da? Da? Ach sorry, ich weiß schon. Ich weiß schon, das ist die Tür in die nächste Ebene. Geh doch da rein mit deinem fetten Arsch! Mal drauf drücken, dass es macht. Manchmal. Manchmal. So, sind die oben oder unten? Hören wir sie mal ein bisschen Licht in die Reihen, bevor ich in den Nahkampf gehe. Ich glaube, da kommen welche von der anderen Seite. Was hat der gerade so viel Schaden gemacht? Okay, die sind unterhalb. Muss ich echt zweimal nach unten drücken? Wow! So, und der Pfeil macht genauso viel Schaden wie der vorherige. Seht ihr das? Der macht halt sogar mehr Schaden. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Der hat die jetzt... Ich verwende grobe Pfeile? Die haben die jetzt schneller weggemacht als der? Also ich hab's auf Video. Man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht stimmt, die Aussage. Wow. Machen sie gefühlt weniger Schaden. Ja. Sehr komisch. Na, da wieder nicht. Oh! Drollo! Muss ich dich wegkeulen? Dann hauen wir aber trotzdem die rein. Okay, das macht er sogar anstandslos. Wow, das wird ein langer Kampf. Man sieht da zum dritten Mal, wie ich den Troll wegwurste. Ich hoffe, der dreht doch irgendwann um. Ich hätte vielleicht vorher mal die Reihe kontrollieren sollen, ob die auch wirklich clear ist. Das machen wir jetzt mal schnell. Ja, es war auch nicht geplant, dass ich den jetzt mache. Okay, ist clear die Reihe. Okay, für die erfahrenen 2-3 Zuschauer, die Niflheim spielen, zwei Fragen. Die erste ist, wenn ich hier Lichtquellen aufstelle, spawnen dann auch die Gegner? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, warum machen die Pfeile teilweise, da hat jetzt gar keinen Schaden gemacht, teilweise gleich viel Schaden
wie die vorherigen. Also ihr habt 6 Belagerungspfeile und grober Pfeil. Würde mich interessieren. Oh, komm, schieß halt endlich deinen scheiß Pfeil ab. Bitte, mach doch einfach. Ja, lauf mir erstmal hin, ist in Ordnung. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Niflheim. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben da lassen. Tipps und Tricks wie immer in die Kommentare und ehrlich gemeinte Abos erfreuen mich auch. In diesem Sinn einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Haut da rein. Tschüssili.